Guten Morgen! Guten Morgen! Wollt ihr nochmal? Guten Morgen! Seht ihr das? Ja, wenn nicht. Okay, auch gut. Wir haben uns heute Morgen richtig Zeit gelassen. Wir haben gerade eben gefrühstückt. Das ist jetzt um 11. Es ist mittlerweile 11:45. Also wir haben um 11 gefrühstückt. Es ist der 3. Advent. Und wir wollen heute einen Weihnachtsbaum holen. Und wir machen das jedes Jahr so, dass wir den nicht irgendwo kaufen, sondern wir fahren von Berlin eine Stunde nach Werder. Da gibt es einen großen Tannenhof. Und ich suche mein Auto, deswegen gucke ich so blöd. Und da sägen wir unseren Baum selber ab. Ja. Ich glaube ehrlich, das ist das 4. Jahr in Folge, dass wir das jetzt machen. Und wir freuen uns alle schon tierisch. Wir haben die ganze Zeit gehofft, es hat geregnet wie Sau. Aber es hat jetzt gerade eben aufgehört. Und jetzt hoffen wir, dass es nicht wieder anfängt. So. So, wir sind da und wir haben uns jetzt als erstes mal so einen Wagen besorgt. Das war eine verdammt gute Idee, die Fahrräder für die Kinder mitzunehmen. Weil die letzten Jahre war das mal tierisch anstrengend. Wir mussten sie dann irgendwann tragen, dann habe ich 2 Kinder getragen, jetzt müsste ich 3 Kinder tragen. Und so kannst du schön mit dem Fahrrad fahren. Na los, komm, flüster. Okay, ich sag's dir dann nicht. Magnus hat irgendwie festgestellt, dass jemand vor allem seinen Tannenbaum reingeworfen hat. Das Feuer. Da ist er. Mama, Weihnachten! Es regnet. Wir kommen und es regnet. Ah, nein! Darf er hier rein, Nordmann-Tannen? Ja. Aber die sind alle so klein. Die sind super. Ich würde ganz gerne mal darüber fahren. Da drüben scheinen mir auch schöne Bäume zu stehen. Und jedes Jahr suchen wir und können uns nicht entscheiden. Magnus! Wir suchen immer das ganze Feld ab, bis wir am Ende dann doch den nehmen, den wir als erstes gesehen haben. Aber wir machen uns wieder ab. Jetzt guckst du an. Bremsen! Schatz, so musst du unseren Baum auch gleich tragen. Der hier ist doch super. Den? Guck mal. Den finde ich. Nein, den ist schöner. Wieso findest du den schöner? Weiß ich nicht. Aber der hier die ist Chemie doch... Aber der ist doch die Chemie größer. Zwischen euch stimmt. Was mit dem hier? Irgendwie fehlt mir hier in der Mitte was. Nee, der ist noch nicht perfekt. Letztes Jahr haben wir uns gestritten beim Baum aussuchen, ziemlich doll sogar. Und jetzt, dieses Jahr, dachte ich mir, wir müssen keinen anderen aussuchen. Ich schmück den dann schön. Was erzählst du als Sarah Tim schon wieder? Sarah, guck mal, was ist mit dem? Schön. Der hier. Schön. Schön. Verarschst du mich jetzt so? Nee, der ist super. Echt jetzt. Der ist perfekt, oder? Wir sind zu groß. Aber unsere Decke ist doch noch höher. Die Tanne, die bei uns wohnen will, die ruft mal Piep. Piep. Maggie will bei uns. Piep. Mathilda will bei uns wohnen. Also nehmen wir den? Ja. Das ist, glaube ich, der größte, den wir bis jetzt hatten, oder? Hab, da, hab, da. Kannst du mein Fahrrad halten? Halten wird ja. Magi, du musst da weggehen. Ich will nur kurz gucken. Nur kurz. Schaffst du das? Ja. Jetzt. Super! Mich graust bei dem Gedanken,
dass ich das Ding nachher die Treppe hochschleppen muss. Weil das passt nicht in unseren Fahrstuhl. Finde ich gut. Schleift nicht, nein? Nee. Ich seh jetzt vor mir nichts mehr. Wir kommen auch. Mama, das war jetzt anstrengend. Mhm. Hab ich doch schon gesagt. Keine Bratwurst? Gerne Bratwurst. Schmeckt dir die? Mhm. Schmeckt sie, Maggi? Ja. Ja. Danke. Bitte. Pass auf hinter dir. Das musst du nur noch festmachen mit dem Spanngurt, den habe ich heute noch rausgesucht und dann... Also wir haben den Weihnachtsbaum jetzt schon oben. Ich habe aber echt das Problem, wir haben keine kleine Leiter mehr. Unsere kleine Leiter, also unsere Mattis kleine Leiter ist wieder bei Matti. Und ja, ich komme mit dem Stuhl nicht einfach ran. Ich gebe... Soll ich das sonst machen? Ja, das darfst du, das darfst du. Meinst du wirklich, der ist groß genug? Hätten wir nicht einnehmen sollen? Mama, zeig mal.